Du möchtest wissen, wie du mehr Ausdauer in deine Arme bekommst und dadurch dann mehrere Schläge bringen kannst, ohne dass deine Arme so schnell ermüden? Dann guck jetzt genau zu. Herzlich willkommen auf Boxing Arzt, Leute. Trainieren wir die Profis. Ich bin's wieder, euer Ferhat. Und mit dem heutigen Thema, nach endlich langer Zeit, worauf mich viele darauf angesprochen haben, kommt dieses Video. Mehr Ausdauer in deine Arme, hier ist es endlich und seid gespannt, was jetzt kommt. Ja Leute, also um überhaupt mehr Ausdauer zu bekommen, müssen wir natürlich wieder dem Gehirn neue Signale geben, mit was er arbeitet. Also sprich, erstmal trainierst du die ganze Zeit mit deinem eigenen Körpergewicht, mit deinem eigenen Körpergewicht, mit den Armen. Du schlägst, meinetwegen auch nur den Jab. Die ganze Zeit schlägst du den Jab, bis es irgendwann anfängt zu brennen. Und über dieses Brennen musst du noch weiter hinausgehen, damit du dann dem Körper oder dem Gehirn natürlich das Signal gibst, er muss das länger standhalten können. Worauf er sich dann beim nächsten Training darauf einstellt, aha, okay, letztes Mal war er so, jetzt stelle ich mich darauf ein und schon hat der Körper sich adaptiert und also angepasst. Und ja, wie machst du das nun, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Fortgeschrittener bist, bei den Anfängern reicht es schon aus, dass man einfach nur die Jab-Hand die ganze Zeit bringt. Die ganze Zeit nur die Jab-Hand. So, dass sie dann irgendwann anfängt zu brennen. Und wenn sie dann brennt, dann machst du weiter. Du machst immer noch weiter. Ohne Ende. Die ganze Zeit. Du setzt dir zum Beispiel ein Zeitlimit, so habe ich es immer am Anfang gemacht. Sagen wir mal, du machst das zum Beispiel 3 Minuten, ist immer eine gute Zeit, weil eine Boxrunde geht ja 3 Minuten und dementsprechend trainieren wir auch darauf hin. Also machst du zum Beispiel 3 Minuten lang nur die gleiche Bewegung, die ganze Zeit. Gar nicht schnell, aber auch nicht zu langsam. So als ob du wirklich schlagen würdest. Ne? Die ganze Zeit, 3 Minuten lang den Jab bringen. Und so trainierst du dann die Ausdauer in deinem Jab. Und das gleiche kannst du auch mit der Schlaghand machen. Ne? Du schlägst die ganze Zeit die Schlaghand. Du musst nur darauf achten, bei der Schlaghand musst du immer den ganzen Körper mit eindrehen. Vergiss das nicht. Okay? Wenn du trotzdem die Seite gut trainieren möchtest, empfehle ich dir persönlich, wechsel die Auslage, also geh von deiner normalen Boxstellung in die andere Boxstellung, also in die Rechtsauslage, weil so kannst du die Hand besser bringen, finde ich. Und gleichzeitig hast du auch den Effekt, dass du dann auch die andere Boxstellung trainierst, also dass du die Rechtsauslage trainierst. Ne? Also 3 Minuten lang bringst du den einen Arm, 3 Minuten lang bringst du den anderen Arm, bis es wirklich brennt. Und wenn du dann irgendwann diese 3 Minuten geschafft hast, dann steigerst du dich, dann machst du 4 Minuten. Wenn du 4 Minuten geschafft hast, dann machst du 5 Minuten. Und natürlich willst du jetzt nicht irgendwie 10 Minuten am Samstag die ganze Zeit das Gleiche machen. Dementsprechend kannst du dann jetzt, wenn du, sagen wir mal, bis 5 Minuten gekommen bist und das schaffst ohne Probleme, dann gibst du dem Gehirn wieder neue Signale und verwendest was anderes. Und zwar Kurzhanteln. Ja, jetzt haben wir hier Kurzhanteln. Das sind jetzt hier 1 Kilo Kurzhanteln. Damit würde ich dir empfehlen, damit erstmal anzufangen. Ne? Und du setzt dir jetzt wieder ein Limit. Sagen wir mal 5 Minuten. Du willst es jetzt 5 Minuten machen. Okay? Weil du jetzt auf 5 Minuten trainiert bist. Ohne Gewicht, irgendwie Zusatzgewicht. Sondern nur mit deinem eigenen Körpergewicht. Jetzt trainierst du mit Zusatzgewicht. Und 5 Minuten lang machst du jetzt einfach nur den hier. Du stoppst die Zeit und machst jetzt die ganze Zeit nur den. 5 Minuten lang. Die ganze Zeit. Irgendwann wirst du natürlich merken, ne? Irgendwann merkst du natürlich, dass die Hände oder die Schultern anfangen zu brennen. Und dann machst du weiter. Ich mache das mal so von der Seite, damit du das auch siehst. Wichtig ist auch hier, bring die Arme lang. Ne? Bring nicht nur so eine Hände. Das bringt euch nichts. Ihr müsst den Arm immer ganz lang bringen. Ganz lang. Ganz lang. Ganz lang. Und das macht ihr dann wirklich. Beispielsweise 5 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, je nachdem, wie lange ihr es wollt, bis ihr das auch durchhaltet. Ne? Wenn du jetzt zwischendurch zwischendurch wird es so sein, dass du auf jeden Fall nicht mehr in dem Tempo bleibst, sondern immer nur langsamer es wird und dass du immer wieder Schwierigkeiten bekommst, die Arme zu strecken, weil die Schultern halt sehr, sehr anfangen werden zu brennen. Was machst du dann in dem Moment? Bleib trotzdem sauber, verkrampf nicht. Die meisten machen es dann falsch. Die verkrampfen hier plötzlich im Nacken, ziehen dann den Nacken hoch, versuchen irgendwie den Schlag irgendwie aus dem Rücken zu holen. Und das ist einfach kompletter Mist.
bleibt sauber. Wenn ihr die Schläge nicht mehr sauber bringen könnt, dann haltet die Arme kurz oben, okay? Sammelt euch kurz und dann macht weiter. Auch wenn ihr die Arme in diesem Tempo bringen müsst, so langsam oder vielleicht sogar noch langsamer. Versucht aber komplett immer durchzustrecken und nicht hier zu verkrampfen im Nacken. Ne? Dann werdet ihr auf jeden Fall unsauber dadurch und das ist nicht gut. Ne? Weil ihr wollt ja wirklich nur primär die Ausdauer in den Schultermuskulatur trainieren. Wir müssen ja nicht den Nacken die ganze Zeit angespannt halten. Also, macht das weiter, ne? Schön lang und weiter arbeiten. Okay? Das ist erstmal mit 1 Kilo. So, was machst du jetzt, wenn du das auch mit 1 Kilo irgendwann drauf hast? Was ja auch sicherlich passieren wird. Weil der Körper wird sich darauf anpassen. Dann nimmst du natürlich ein bisschen mehr Gewicht. Dann empfehle ich dir aber so, dass zum Beispiel du nimmst, sagen wir mal, du fängst mit 3 Kilo an. So, wir haben jetzt hier 3 Kilo, okay? 3 Kilo haben wir jetzt hier. Und mit diesen 3 Kilo schlägst du jetzt erstmal eine Minute, okay? Du schlägst eine Minute mit diesen 3 Kilo. Bam, 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 bam. Die ganze Zeit schlägst du eine Minute lang. Lang die Arme. Okay? Lang die Arme. Das machst du eine Minute lang. Nach einer Minute nimmst du 2 Kilo Hanteln. Dann machst du weiter. Nach dieser Minute nimmst du die 1 Kilo Hanteln. Dann machst du wieder weiter. Okay? Dann schlägst du weiter. Und nach der Minute schlägst du nochmal mit deinem eigenen Körpergewicht. Also dann kannst du die Schnelligkeit rausholen auch. Okay? Also mit deinem eigenen Körpergewicht. Dadurch wirst du dann auf jeden Fall deine Ausdauer deutlich erhöhen. Und ich habe die Erfahrung gemacht bei sowas wirklich. Nachher, wenn du richtig gut trainiert bist und wenn du das öfters wiederholst, das machst du zum Beispiel alle 3 Tage oder sowas. Und du musst es ja auch nicht schnell machen, sondern auch schön langsam. Ne? Und du wirst merken, deine Ausdauer wird sich sehr, sehr, sehr immens steigern und du wirst einfach das Gefühl haben, wenn du normal schlägst, dass die Schläge erstens ein bisschen schneller kommen und zweitens, dass du wirklich lange schlagen kannst, ohne dass deine Arme brennen. Ne? Und das ist das Ziel bei euch, worum es heute in diesem Video geht. Ja Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Falls du irgendwelche Fragen dazu haben solltest, dann kannst du das in der Kommentarbox unten beschreiben. Ich antworte dir darauf. Und falls du keine weiteren Videos dieser Art verpassen möchtest und mehr über das Boxtraining und das Boxen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.